Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zomicland. Als erstes wird euch sicher aufgefallen sein, dass wir einen Shader-Mod wieder drin haben. Über ein Shader-Pack in diesem Fall. Mal gucken. Wir machen den mal aus. Der nervt mich. Ansonsten lassen wir alles mal so. Der schaut halt oder nervt, der wird dann in den Wolken nur generiert und das ist. In den Wolken. In den Höhlen. Das war früher so. Ob jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Gucken wir da hinten. Sieht auch schön aus. Also erstmal wieder mit Shader Mod, der aber einen riesen Nachteil mit sich bringt. Es wird nicht mehr weiß, es wird sehr seltsam. Naja, im Moment ist es weiß, aber das ist so. Negativ-Effekt. Wie früher bei Film und Fotos, diese negative waren, so sieht das jetzt hier irgendwie aus. Sehr seltsam, wenn wir in den Morph gehen. Wenn wir aus dem Morph wieder rausgehen. Schwupp, wieder alles normal. Und das ist bei jedem Shader-Pack. Da macht kein Unterschied, welches ich auswähle. Des Weiteren, hier habe ich das Feld angebaut, wie angekündigt. Dann habe ich Mana-Bohnen besorgt. Zwei habe ich leider nur gefunden. Die war fertig. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich jetzt zeigen, dass man die nicht mehr da an die Dings setzen kann. Ihr seht das. Kann ich nur noch oben drauf oder unten drunter setzen. Und es sind immer dieselben, die man anpflanzt. Ich habe leider nur zweimal Herber gefunden. Das wird uns null bringen im Prinzip, aber ja, das hat man da hingehängt. Was soll's. Dann habe ich noch eine Axt auf the Stream gemacht. Und noch hier Strong Essence. Da wollte ich nämlich jetzt mit euch weitermachen. Dass wir die nächste Sorte kriegen hier mal. Ja, doch, wir müssen mal den rein. Genau. Wir brauchen das. Und zum Beispiel diese. Oder komplett rum. So. Ein Extreme Infusion Stone haben. Und der mit D ergibt Extreme Essence. Haben wir genau nur 4 Stück. Für mehr hat es leider nicht gereicht. Dann machen wir mal. Ja, was machen wir uns? Diamanten, oder? So. Reicht genau für einmal 4 Diamanten. Samen. Da kommen die Diamanten ja noch nicht raus. Dann pflanzen wir die mal hier so schön an, würde ich sagen. Hier erstmal. Und dann können die wachsen. Dass endlich erst kurz voll ist. Da müssen wir uns auch mal dran machen, dass wir das automatisch lernen. So, und dann bei Songcraft gibt es auch was Neues. Und zwar habe ich ja gesagt, dass man durch den Warp-Effekt auch Sachen lernen kann. Und wir haben tatsächlich was Neues im Buch. Das habe ich nicht freigeschaltet, das erschien von alleine. Inklusive den Sachen hier. Die ich auch noch nicht freigeschaltet habe. Die Zaumium Fortress Armor. Das heißt, wir brauchen normale Zaumium Helm und dann können wir das zu einem Zaumium Fortress Helm machen. Der hat verschiedene Effekte. Also die ganze Zaumium Armor. Hier steht's, ist erstmal so widerstandsfähig und beschützend wie Diamant, aber hält wesentlich länger und hat noch zusätzlich Schutzeigenschaften gegen Magie und Feuer, was auch nicht schlecht ist.
ja, leicht enchantbar und die Wunden designt zusammen zu funktionieren. Also wenn man alles anhat, hat man noch einen höheren Schutz, als wenn man nur eins anhat. Wobei ich hier die Schuhe vermisse. Wir haben hier die Helm. Dann haben wir hier den, na, Schutz, Brustpanzer, wie auch immer. Und natürlich auch die Hose. Aber wir haben keinerlei Schuhe. Dann gibt es hier noch Masken. Die weiß nicht, was die machen. Außerdem Helm auf dem Revealing natürlich. Da werden die Dings drin sein. Aber was die hier können, das weiß ich noch nicht. Eventuell können wir es aber freischalten. Mal gucken. Aura und Sensus. Ob wir das herstellen können. Ach, das war Aura. So. Sensus. Nein. Auch nicht. Oh Gott. So, haben wir fünf. Jetzt sollten wir freischalten können. Helm of Revealing. Naja, wie gesagt. Leider hat man dann keinen Wiss-Discount bei dem Ding. Aber man hat die Goggles of Revealing mit drin. Der wird mit einem Schleimball einfach angeklebt, wie es aussieht. Auch nicht schlecht. Mal hier gucken. Sahn und das Gehirn. Ist gar nicht so einfach alles. Und jetzt das Gehirn. So. Sollten wir jetzt freischalten können, genau. Mal gucken, was der macht. Ups. Aha, man sieht da gar nicht. Kein Unterschied. Das als Dings nicht. Ah, es reduziert irgendwas mit den Warp-Effekten. Deren Heftigkeit anscheinend. So, dann wollen wir mal gucken. Ich vergesse, was das war. Mortus. Da. Angry Ghost. Und da haben wir noch das Dings mit erhöht, weil hier seht ihr den Warp-Effekt. Oh. Wenn sich jemand angreift, dann kriegt er den Wizard-Effekt. Ja, das ist aber nicht so toll. Shipping Paint Faceplate. Brauchen wir nur noch 4 von 5. Und nochmal den Warp erhöht. Ach, man stiehlt dein Leben, okay. Okay. Na gut, das geht ja noch. Oh, sorry. Machen wir jetzt. Die herstellen wird noch ein bisschen dauern, ehe wir das Zeug alles zusammen haben. Das werde ich noch offscreen machen, die ganzen Essentia zusammen basteln und das, was wir brauchen. Jetzt war ja das Amulett fehlgeschlagen. Jetzt wieder weitermachen. Noch mal versuchen. Könnte man eigentlich
machen. Wenigstens mal das vollständig zusammenkriegen hier. So, Prime Charms. Nur ein Bild rein. So. Ein davon, den Gürtel. Dann brauchen wir Nitor. Was war noch? Achso, Enchanted Hub. Genau. Sonst. Ein Nitor. Achso, Scribing Tool. Haben wir schon. Eins drinne. Und Amber. Eins haben wir hier schon. Ich habe es aber reingelegt, falls wir mehr Dings kriegen. Ich weiß nicht, ob der Warp-Effekt das machen kann. Da bringen wir es einmal in die Mitte. Oh, das weg, das weg. Da, das da, das da. Und jetzt noch. Einmal Lucky Lucky machen, wegen. Und Zeug was wir brauchen. Das machen wir erstmal weg. Ich glaube, wir haben wir nicht mehr, oder? 35, genau. Das ist ziemlich gut, dann mache ich lieber. Magie haben wir auch nur 17, okay. Nein, da habe ich nicht hin. Ja, Nummer 32. Da. Ja, ich brauche Magie, ne? Ja, 35 und Tensia macht ja noch ein bisschen. Pikentatio 35. Wo war das jetzt noch alles drauf? Gut kriegen. So. Ja, Greatwood. Habe ich mir genommen, ne? Für das. Haben wir zuhauf. Ach ja, das dauert dann wieder ein bisschen. Wenigstens tont er nicht wieder oben rauf. Dann fühlt es gleich da rein. Das ist schon mal ein Vorteil. Kleiner. Immer noch ein bisschen ruckelig. Und ganz ehrlich, so ruckelig war es ohne die Shader auch. Komisch. Was hast du denn da? Passt das nicht mehr rein? Noch. Na, dann müssen wir das mal. Gibt her. Na Gott. Ups, auf die Flasche. Da rein. Bitteschön. Das noch. Ja, du machst das schon. Ach, jetzt hat er Dings voll. Miss. Ah, ich mach's immer falsch. Doch. Dann kannst du es da auch noch loswerden. Haben wir noch. Ja, haben wir noch. Labeln wir die gleich mal.
dann sind wir doch wieder oben lang. Mann, Mann, Mann. Das fällt dann noch runter. Ah, ne, hat es da oben reingemacht. Okay. Da unten sind 6, da unten sind 2 Arbor. Das sollte jetzt schon reichen. Das heißt, ich mach trotzdem Pulse aber nochmal. Ein Scribing Tool. Wieder. Und Ink. Welche haben? Okay, ist da schon. Das nie. Da bin ich mir sicher. Möglichst wiederherstellen, falls wieder was kaputt geht. Ich hoffe, diesmal geht der Primal Charm hier nicht kaputt. Das wäre mega ärgerlich. Wie viel braucht man jetzt von jedem? Zwei Nitro und von den anderen jeweils eins, okay. So. Jetzt nicht rumspinnen, bitte. Ach, okay. Hacke. Bring jetzt auf. Ember Lobby. Ja. Gibt's doch echt nicht. Aua. Aua. Out. Doch mal auf jetzt. Schlimm, diese Herstellung hier. Hier, 3, 2, 1, 0. Saug den Scheiße weg. Okay. Das Lauf. Jetzt Nitor. Nochmal Nitor. Das Tool, bitte. Jawohl. Boah, Gott sei Dank. Wir haben jetzt ein funktionierendes Runic Shield Amulett. Perfekt. Und jetzt dasselbe nochmal für den Gürtel. Pack ich schon mal in die Mitte. Da. Jo, der Gürtel. 3 Nitor. Nehmen wir es jeweils wieder 1. Oh Gott, wenn er jetzt ein paar mit Charme kaputt macht, haben wir wieder keinen. So, wie viele Sachen brauchen wir? Also, das ist schon 30. 50, 50. Alter Schwede. Ist dann drin, dann machen wir gleich mal. Du kannst nicht weiter arbeiten. So. Hat er das voll? Wir können weitermachen. 50 Potenzia. Haben wir 29 hier. 35, na, das reicht. Man sich raussaugen. Wir brauchen 30 Tutamen. Wir haben noch 17. Da hat ich glaube ich wieder diese Eisenrüstung gemacht. Noch weiter. Da.
ja schön, dass auf dem Ring 10 drauf ist. Das ist aber ziemlich sinnlos. Ja, die Hose, glaube ich. Immer gemacht. Gucken. Eisen haben wir ja noch genug. Es geht also. Ach, doof, warum nicht? Gut, dass wir hier drin einmal reinlegen und dann fertig. Reinlegen oder was? Weiter. So. Fünf brauchen wir noch einmal. Das ist 10, 20, 30, 40. Wäre das 57. Kommt wieder, das ist doof, dass wir nur eins reinlegen können. Man, man, man. Naja, und ich weiß, der Fuchs, der hängt an der Decke, aber den probiere ich, deswegen wir das fertig haben. Dann mache ich den das weg. Alles andere wäre Blödsinn. Und der letzte. Wir verteilen das mal schön. Ja, Nummer 50. Haben wir da noch was drin? Irgendwo? Nee. 50 ist nicht genug. Bisschen Luft, falls man nicht schnell genug das wegräumen kann. Muss sein. Ah, wir kriegen wieder einen Effekt. Noch hatte ich keine Halluzination. Finde ich mal interessant, wie die dann aussehen. Ab und zu so ein Herz klopfen, das ist ja nicht schlimm. Das macht ja nichts. So, hier haben wir 51. Tensia sagte ich zwar reicht, aber da er mal schon am Verteilen ist, kann er ja ruhig weiter dann verteilen. Nehmen wir mal. Oder warte. Machen wir das mal so. Kann er das füllen? Hier mache ich die Hose weg. Die haben keine Probleme. Ob der dabei rumläuft oder nicht, ist uns ja egal. Wir versuchen es jetzt mal. Ja. Nichts kaputt machen. Vor allem nicht den Primal Charm. Den lässt du schön in Frieden. Oh, der muss so viel. Aber ja, lieber auf mich als auf was anderes. Muss echt so viel saugen. Da kann so viel schief gehen, ne? Bei. Genau, das Potenzial. Und das hier. Hm, er saugt erst so und muss aus der Ecke raus. Hat er was weggeschossen? Ah. Das bleibt nicht gut. Das geht noch, wenn er das noch runterschießt, ist das auch noch okay. So, halbe Scham ist schon drauf. Gut. Das war echt meine größte Sorge, dass er den wieder kaputt haut. Aber hat er nicht. So. Sehr gut. Wir haben den Gürtel. Oh mein Gott.
sind wir voll geschützt erstmal. Und das bedeutet, damit mache ich dann auch erstmal dieses Folgenende. Wir haben jetzt unsere Runic Armor nächstes Mal vollständig. Und können die dann in der nächsten Folge noch weiter verbessern. Aber das sehen wir dann. Bis denn. Tschüss.